Los geht's. 11. Spieltag, Regionalliga Südwest. Eintracht Frankfurt in Schwarz und Rot empfängt die TSG Hoffenheim in Weiß. Da früh angelaufen. Und da ist die Balleroberung. Bischof. Und auf der Linie geklärt. Wahnsinnsaktion von Collins. Und ist da Medina. Nächster Fehlpass. Der wirkt ganz und gar nicht sicher. Nächster Abschluss und Tor für Hoffenheim. 18. Spielminute. 1:0. Die Führung für die Gäste durch Tom Bischof. Und das ist eine Situation, die sich häufig schon im Spiel so ergeben hat. Und Schuh macht den direkt auf die kurze Ecke. Santos ist da. Trotzdem führen sie hier verdient. Freistoß geht direkt drauf. Futkoi wird da aus dem Weg gedrängt. Ball ist lang und da ist er durch. Daniel Starodic. Drehen, Ausgleich. 44. Spielminute. Endlich die erste wirklich gelungene Aktion von Frankfurt. Ist dann auch gleich ein Tor. Und was für eins. Futkoi macht den Ball fest, will wieder raus. Brauburger. Brauburger auf engstem Raum und das ist ein guter Abschluss. Auch stark pariert und den zweiten Ball hat Lukas Blöndal-Petersen auch. Der zwei Leute stehen, macht den Ball kurz, jetzt ist das Tor offen. Maxi Brauburger, 2:1. Die Eintracht führt. 64. Spielminute, Frankfurt dreht tatsächlich diese Partie. Und das ist aufgrund der vergangenen 2-3 Minuten auch gar nicht mal so unverdient. Brauburger entscheidend vorher beteiligt. Wieder das Duell der beiden Achter, wieder gibt es Freistoß. Die beiden Kapitäne und das gibt jetzt dann auch Gelb für Daniel Dejanovic, beziehungsweise Gelb-Rot in dem Fall. Einmal draufhalten, aber es wird ein flach geschossener Ball direkt auf den Keeper. Santos aber lässt sich nicht beirren. Richter hat die Pfeife im Mund. Das war's. Die Eintracht schlägt Hoffenheim in Unterzahl mit 2:1.